Original Jubilee Straight von The Cave and the Bad Seeds kommen wir zu Soko, musikalisches Projekt einer eigentlich im Hauptberuf Französin und Schauspielerin seienden jungen Dame. Sokolansky heißt sie mit Nachnamen, daher leitet sich auch ihr musikalischer Künstlerkurzname Soko ab. Und sie singt jetzt First Love Never Die. Das ist ja so ein bisschen diametral zu der Aussage ihres ersten kleinen Hits, in dem wollte sie ja noch jeden umbringen, der mit ihrer ersten Liebe ausgeht. Aber naja, so ändern sich die Zeiten. Alba Berlin endlich wieder zu Hause. Nach 4 Auswärtsspielen in Folge freuen sich die Albatrosse auf ihren Auftritt in der O2 World.
Allerdings ist der Gegner Anadolu Efes Istanbul eine harte Nuss, so wie auch die letzten beiden Gegner in der Europa Liga. Das waren ZSK Moskau und Real Madrid. 72-77 hieß es in Spanien. Fast wäre ein sensationeller Auswärtssieg zu melden gewesen. Aber Istanbul hat sich bei den Top 16 der Europa Liga mittlerweile den Rang des Favoriten erspielt und ist außerdem türkischer Rekordmeister. Ranklotzen heißt es also für Mannschaft und Fans heute in der O2 World am Ostbahnhof. Los geht's um 19 Uhr zum Eintritt von 12 bis 65 Euro. Na, und Sie kennen uns. Wir haben natürlich Karten für diese Veranstaltung zu vergeben. Ganz umsonst für diejenigen, die telefonisch durchkommen unter der 0331 70 99 111. Die Leitungen sind jetzt offen. Werbung. So viel Geschmack für so wenig Geld. Die Kings des Monats. Jetzt der Big King mit zweimal frisch gegrillten Beef und zweimal Käse. Oder der Crispy Chicken mit knusprigen Hähnchen und knackigem Salat. Im King-Menü mit großer King-Pommes und großem Softdrink für nur 3,99. Burger King. Geschmack ist King. Die günstigsten Reisen, die schönste Wohnung, die neueste Technik, den perfekten Partner. Wir verwenden so viel Zeit, um immer das Beste zu finden. Warum investieren wir davon nicht etwas